Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Letztes Mal haben wir uns ja hier in Legrakester umgeguckt mit Ivar. Und heute geht's weiter nach Tempelburg, wie auch immer man das ausspricht, zu Sigurd und dem anderen Bruder, dessen Name mir gerade nicht einfällt. So, erstmal hier wieder rauskommen. Dieser Ort wird gut bewacht. Was, wo? Ja. Ich will doch nur an den Fluss. Dann kann ich mein Boot rufen und mich dann mit meiner Crew davon machen. Also kann ich hier. Genau. Einmal Taxi, wie bestellt. Sehr gut. Leider nur falsch rum. Da brauche ich hier mal. Oh Gott, wie wende ich denn hier. Ugh. Gute 5-Punkt-Wendung. Oder? Oh, wow, so ein. Weil das Boot, das wendet auf einem Centstück. Also kann ich mich nicht beschweren. Schon zum Segeln ist es hier wahrscheinlich zu eng, oder? Könnt ihr mal den Mast aufstellen, vielleicht? Oder nicht? Na ja gut, jetzt kommt ihr die Brücke, jetzt müssen wir wieder runter. Ach, da kriegen die ein bisschen Bewegung. Schadet auch nichts. Halt, ich kann doch hier diesen. Kann ich bitte wieder eine Geschichte hören, die war so lustig letztes Mal? Wie ging das denn nochmal mit dem Geschichtewechsel? Ich will eine Saga hören. Okay, bei filmischem Kamerastil hört man nichts. Das ist ja auch super. Ja, ich. Jetzt besser nicht. Komm, ich will eine Saga hören. Segel hissen! Sing, meine Raben! Los! Ist unter euch ein Seeskalde? Hier ist eine Geschichte, die ich noch nie erzählt habe, denn sie trug sich erst vor einem Monat zu. Ich teilte ein Methorn mit einer schönen Frau, als sie, ihre Schwestern und ihre Mutter, dich alle anflehten, sie zu heiraten. Segel hoch! Ja. Schweig kurz. Wir müssen los, rudern, Evo! Reif zum Plündern! Ich hoffe echt, das patchen die noch, dass das. Leg den Mast! Dass die Geschichten und so nicht immer unterbrochen werden, sobald auch nur annähernd dort zum Plündern oder zur Geschichte. Ja. Warst du dabei? Stellt den Mast! Na, jetzt sind wir eh gleich da. Ist das Segel! Holt das Segel ein! Lass mich raten, da müssen wir eindringen. Das Tempelburg. Besser geschlagen als dein Schweizer Freund. Wer sagt nie wieder was? Wir haben euch alles erzählt. Lasst ihr uns jetzt gehen? Das kommt darauf an, was jetzt passiert.
Aha, wir haben also Gefangene. Gut, dass Ivan nicht da ist, der hätte die schon längst den Kopf kürzer gemacht. Was denkst du? Über Land oder über Wasser? Mit einem Boot sorgen wir für Aufsehen. Wäre das etwas Schlechtes? Yo, Sigurd, was los? Eivor, da bist du ja. Was ist mit den Gefangenen? Männer aus der Feste. Sie waren auf Wachgang. Wir haben sie ausgequetscht. Bogrod ist nicht hier. Die bewachen seine Frau Ethelsweed. Nach Tamelvjord haben die beiden sich wohl getrennt. Das habe ich von Cheolbert in Legrakester auch gehört. Cheolbert? Was hat der dort gemacht? Ivar. Eine lange Geschichte, aber es geht ihm gut. Ich schickte ihn nach Heopedun. Was ist dir der Plan? Es wird nicht lange dauern, ehe jemand nach diesen Männern sucht. Wir müssen hinein und Ethelsweed finden. Die Königin ergreifen, um den König zu finden. Gute Idee. Hoffen wir, dass sie Erfolg hat. Versuch du noch mehr aus ihnen rauszukriegen. Eivor und ich werden uns darum kümmern, Ethelsweed zu holen. Möge Odin euch leiten. Ja, hoffentlich liegt dem Typen auch was an seiner Frau. Nicht, dass das... Wir werden uns nicht durch die Vordertür hereinbitten. Wir können versuchen, nicht aufzufallen oder dein Langschiff nehmen. So oder so, ich folge dir. Ach, Eivor, davon habe ich immer geträumt. Umherzustreifen, um einen König zu suchen? Vom Wikingerleben. Mit dir. Mit unseren Brüdern und Schwestern. Neue Lande erobern. Freundschaften schließen. Und wenn ich dafür so ein Wiesel quer durchs Land verfolgen muss, dann sei es so. Ich bin genau, wo ich sein will. Ich ebenfalls, Bruder. Oh, die zwei sind immer so süß. Aber ja, hoffentlich liegt dem Typen überhaupt was an seiner Frau und es ist nicht so ein alter Drachen und der ist froh, wenn wir den Kopf kürzer machen würden. Kann ja alles sein. Soll's ja alles geben. Wir schleichen uns hier natürlich ganz sneaky sneaky ran. Da oben steht schon mal eine Wache. Was siehst du? Und natürlich da in dieser Hauptruine treibt die sich irgendwo rum. Frage ist, wo? Wahrscheinlich irgendwo ziemlich mittig. Und auf jeden Fall auch irgendwo innen. Das ist die, nee, das sind Wachen. Also da ist schon mal so eine Seilrutsche. Da geht's hier nach unten. Ich wette, wir müssen irgendwie da rein oder so. Wenn wir die Seilrutsche nehmen können, obwohl hier ist auch ein... Hier ist auch ein Aufzug. Vielleicht können wir uns hier irgendwie die Mauer hochschleichen. Und dann den Aufzug da hoch oder irgendwie da so rum. Das merken wir gleich. Sie wird in Tempelburg bewacht. Ja, das ist mir aufgefallen. Ich darf hier nicht erwischt werden. Ja, wir beide, Bruder. Wir beide. Okay, so da vorne ist eine Wache. Die bleibt aber erstmal da drüben gechillt. Da ist auch einer, der guckt aber nicht her. Und der... Schild weiter da drüben. Ach Mist, ich will doch immer zu speichern. Das Spiel ist gemein, es lässt mich nicht alle 5 Minuten speichern. Ich fühle mich in meiner Entscheidungsfreiheit verletzt. Okay, also bis jetzt kommt man hier noch ganz gut vorbei. Da chillen halt irgendwelche Wachen. Da werden wir wahrscheinlich nicht reinkommen, ohne gesehen zu werden. Den können wir aber was auf den Kopf werfen. Das fällt wahrscheinlich auf, aber ich versuch's mal. 4 auf einen Streich. Und noch ein 5. dazu. Sehr gut.
schön. Und da haben wir ein Buch. Aber keine Edelsuite. Oder ist die da unten im Keller? Was haben wir denn hier Schönes? Durchschlagender Schuss. Na komm, lass mich gucken. Schieße einen Pfeil mit genug Kraft ab, um beinahe alle Hindernisse zu durchschlagen. Da können wir Feinde durch Wände durch erschießen. Das ist natürlich ziemlich gut. Das habe ich noch alles. Die Rabenablenkung benutze ich ja wahrscheinlich dann auch irgendwie nie. Dieses Feuerding. Also ich benutze ja die Fähigkeiten eh fast nie, weil ich immer nicht dran denke. Und besonders die mit dem Bogen. Ja, auch irgendwie nie. Naja, wenn ich mal in eine Situation komme, wo ich denke, so, ich bräuchte das jetzt ganz dringend, dann kann ich es ja immer noch ausrüsten. Aber jetzt werde ich erstmal weiterhin die Fähigkeiten, die ich ausgerüstet habe, schön weiter ignorieren. Lass mich raten, da ist zu. Nein, Und da ist die alte drin, glaube ich, oder? Ach Mann, ich lass mich speichern. Dann klopfen wir doch mal zärtlich. Ihr drei, verschwendet. Lady Ethelsweet, Burgred hat sich alle Mühe gegeben, euch zu verstecken. Aber ganz erfolgreich war er nicht. Lasst meine Mägde frei. Sie haben nichts mit unseren Streitigkeiten zu schaffen. Hörst du das, Eivor? Edel, selbstlos. Mit so jemandem muss man Vereinbarungen treffen. Eine außergewöhnliche Frau. Wir sind nur auf der Suche nach dem König. Sag uns, wo Burgred sich aufhält, und wir werden kein Blut vergießen. Bitte, ich weiß nichts. Gut gemacht, Sigurd. Sie versteht nur den Ernst der Lage nicht. Aber das wird sie schon bald. Moment. Das sind Hände, die Wäsche waschen. Die Hände einer Dienerin. Sie soll uns täuschen. Bewacht die Mägde. Ich folge Ethelsweet. Ich will doch da was lesen. Ich kann auch hier was lesen, da kommt jetzt gerade keiner. Leofrids Anweisungen. Die Dänen haben Ethelsweet noch nicht zu Gesicht bekommen. Sollten sie die Feste stürmen, werden sie sie nur an ihren Gewändern erkennen. Lasst sie deshalb mit einer ihrer Mägde die Kleidung tauschen. Sie wird sich dagegen verwehren, um ihre Vertrauten nicht in Gefahr zu bringen. Doch sie muss alles Notwendige tun, um einer Gefangennahme zu entgehen. Ja, an sich kein schlechter Plan. Aber Eivor the Brain geht da natürlich nichts. Die sind hier natürlich wieder überall Wachen. Wundervoll. Und was für ein Haufen. Komme ich hier irgendwie oben rum? Das merkt keiner, bitte. Oh Gott, die sind hier überall. Wie viele hat denn die? Du siehst mich nicht. Verdammt. Nope. Ich will nur die Olle mitnehmen. Ja klar, hier auf Starkboot. Warte nur, wenn ich hier mit meiner ganzen Mannschaft ankomme, sobald ich hier aus dem Wasser raus bin. Hey Leute, ihr auf dem Schiff, könnt ihr die mal gefangen nehmen, bitte gerade? Hallo? Oder so. Einfach schön in den Weg parken. Weg. So, Olle. Sofort
euer schändliches Treiben ein. Ja, Moment. Gar nicht so schlecht. Du machst es uns wirklich nicht einfach. Finger weg, du heidnische Gestalt. Bestimmt nicht durch. Wo sind denn plötzlich deine Manieren hin? Das frag ich auch. Lass mich gehen. Muss ich ein bisschen näher ans Ufer. Nach allem, was du versucht hast? Ich bin doch nicht verrückt. Ist dir überhaupt bewusst, was du hier tust? Ich bin die hohe Lady von Mercia. Ja, genau deswegen klaue ich dich doch gerade. Ihr verschwendet eure Zeit. Ich rede nicht. Nicht mit dir. Oh. Lady Edelsweet. Nicht dein bester Tag, was? Der Herr wird deine Seele verdammen, wenn er sie findet. Ein guter Fang, Eivor. Sie dichtet fast besser als du. Wo ist meine Katlin? Was habt ihr mit ihr gemacht? Ach, deine Magd, meinst du? Die sich mutig in edle Gewänder warf? Die ist angekettet, zusammen mit den anderen. Ich bring die Weiber nach Tamelfjord, damit sie gesprächiger werden. Wenn sie auch nur einen Kratzer bekommt. Ich rede mit Sheolwulf. Vielleicht hat er eine Idee, wie wir zu ihr durchdringen können. Wir sehen uns dort. Sigurd, was ist mit diesen Gefangenen? Wir haben, was wir brauchen. Lass sie frei. Ja gut, ich lass die jetzt frei, aber ich meine, die haben jetzt gerade unser Gespräch mitbekommen, dass wir die Frau nach Tamelfjord bringen wollen. Erzählen die das nicht brühwarm jedem weiter? Naja. Sigurd hat gesagt, lass sie frei, dann lasse ich sie halt frei. Du hast mir einen großen Gefallen getan. So, macht euch aus dem Staub. Was ist denn da los? Flieg, Freundin. Jetzt gibt's hier natürlich noch so schön Materialien. Andererseits kann ich hier bestimmt auch irgendwann mal nochmal zurück und mit meiner ganzen Mannschaft einfallen. Dann ist es einfacher, aber das sind doch bestimmt dann auch wieder irgendwelche Türen, wo ich aufbrechen muss und so. Da kommen wir später mal noch vorbei. Jetzt erstmal hier nach Tamelfjord. Plupp. Also die Frau vom König zu entführen lief ja relativ reibungslos. Hätte ich fast Schlimmeres erwartet. Halt, Fertigkeitenpunkte habe ich auch. Ich will immer noch diese Konterrolle haben, genau. Na gut, Fernkampfschaden braucht kein Mensch. Verbesserte Beherrschung von Schilden. Ja, stimmt. Ich hatte mir überlegt, ob ich nicht vielleicht doch den Schild wieder ausrüsten soll. Ups. Weil, wenn ich eh schon notorisch meine Zweithandwaffe nicht benutze, dann kann ich auch genauso gut einen Schild nehmen, den ich nicht benutze, und der sieht dann cool aus. Aber dann sehe ich den Umhang nicht mehr so gut. Es ist so schwierig, so schwierig. Ach ja, wo ich gerade mein Inventar sehe, haha. Ich habe es inzwischen geschafft, das Berserker-DLC-Dingsy zu aktivieren. Das heißt, ich habe jetzt die Berserker-Rüstung, einen Wolf, auf dem ich reiten kann, einen Raben mit coolem Runenmuster drauf und verschiedene Deko-Sachen für meine Siedlung. Ich kann auch die Berserker-Rüstung kurz mal zeigen. Die ist wirklich sehr berserkerig, vor allem die Mütze ist geil. Hier ist sehr barbarisch. Mit diesem sehr breitgesichtigen Bären auf der Schulter. Ich meine, da sieht man immerhin mal Teile von den Tattoos. Das ist ja auch nicht schlecht, weil sonst hat man von denen ja eigentlich gar nicht so viel. Aber Alter, dieser Helm, ne? So, ja komm, wir schleichen uns mal unauffällig ins Lager. So. Ja, also nee, das...
ist mir doch meine mythische Niflheim-Rüstung momentan doch lieber. Aber wir haben es jetzt. Ist ja auch schon mal schön. Das hat mich ja die ganze Zeit auch noch genervt, dass das nicht ging. Und es war denkbar einfach, das zum Funktionieren zu bringen jetzt dann doch tatsächlich. Warum auch immer es so funktioniert hat. Also ich habe mich online ein bisschen schlau gelesen. Und man muss tatsächlich einfach nur das Spiel im Offline-Modus starten. Und zack, kriegt man die Ausrüstung. Keine Ahnung, was das mit irgendwas zu tun hat. Aber so hat es funktioniert. So, wo sind denn hier jetzt alle? Da unten. Werden hier jetzt Ladies verhört? Du bist dran. Mit mir redet sie nicht. Eivor macht das schon. Los. Oh je, ich darf die Ladies verhören. Na komm, Eivor, lassen wir mal unseren Charme spielen. Mein Freund Opa ist schon ganz erschöpft. Ganz im Gegensatz zu mir. Sag mir doch, wo Burgred sich versteckt und wir sind alle glücklich. Niemals! Ein starres Gesicht und versiegelte Lippen für einen König, der sich feige verkriecht und sich nicht traut, seine Familie und sein Volk zu schützen. Durstig? Ach, mein Mann tut, was er für Mercia tun muss. Was bleibt ihm auch anderes übrig, wenn er nicht mal seinem engsten Kreis vertrauen kann? Grüß diesen Verräter Ceolwulf von mir. Er mag auf Erden siegreich sein, aber der Teufel hat den Kampf um seine Seele gewonnen. Ist ein guter Mann. Ich verstehe, warum du ihn verachtest. Na, ich verstehe schon, warum sie ihn verachtet. Ich meine, er ist schließlich der, der ihrem König den Thron wegnehmen will. Also ist es eigentlich nur natürlich. Und ich muss ihr ein bisschen gut zureden. Er ist euch in den Rücken gefallen, ja. Aber die Bewohner Mercias haben Angst und Ceolwulf bietet ihnen ein Mittel dagegen. Ich spucke auf ihn. Alles Leben, was er in Mercia aufbaut, steht auf den Gräbern der edlen Leute, die ihr Leben gaben, um es zu verteidigen. Je länger sich das hinzieht, desto wahrer wird diese Aussage. Wir haben Cheopedun und Tamevjord, jetzt auch Tempelbuch und Legrakester. Jeder Sieg verletzt eure Hoffnung auf Frieden. Und doch hat Burgred etwas, das euch fehlt. Die Treue seines Volkes. Gute, folgsame Männer. Wer denn? Die Tarn und die Männer von Mercia? Nein, nur Leofrid ist ihm noch treu. Und das auch nicht mehr lange. Ja, der gute Leofrid. Er wird seinen König bis zum Tode verteidigen. Egal wie es ausgeht, er wird noch 100 von euch in die Hölle schicken. Eivor, die Dame, beachtet mich gar nicht. Ich sehe nur das Raubgut durch. Oh Gott! Eva, muss das sein. Raus, Eva! Sofort! Schon gut. Aber solltest du bleiben, nimm dich vor dem Gestank in Acht, wenn die fertig sind. Mein Gott! Lasst mich hier raus! Bitte! Rede mit uns und wir lassen dir ein schönes, warmes Bad ein. Du bittest mich, meinen Mann zu hintergehen. Wie könnte ich das tun? Wenn du es nicht tust, hintergehst du zahllose andere. In den Sagas wird man sich an euch als das Königspaar erinnern, das ein Reich in den dunkelsten Stunden im Stich ließ. Aber es wird Frieden geben. Das ist Ceolwulfs Versprechen und er wird es halten. Du hast mein Wort. Singt unser Vögelchen doch? Burgred versteckt sich in einer alten Gruft im Süden, wo Alne und Aru aufeinandertreffen. Eine Gruft? Jetzt sagt noch einer, das wäre kein Zeichen der Götter. Ein langer Weg, um einen König zu tragen. Ihr drei müsst den Weg nach Tamevjord freihalten. Wo treffen wir uns? Bring ihn zu der Brücke bei Venunis. Das ist ein gerader Weg. Allem Ärger stellen wir uns dort. Die Köpfe waren eine gute Idee.
Sowas gefällt mir eigentlich nicht, aber sie hat geredet. Übertreibungen? So bin ich. Stapelt die Soldaten hier! Sollen die Leute sehen, was für ein Blutbad ihr Königreich erwartet. Die alte Gruft liegt im Süden von Legrakesterschir, wo die Flüsse Arue und Alna aufeinandertreffen. Also das ist ja Legrakesterschir, hier ist Süden. Da ist Alna. Alna. Arue und Alna. Ist das dann hier irgendwo? Ich meine, das wäre Süden und das wäre, wo sie aufeinandertreffen. Hier steht nicht, wie der Fluss heißt. Oder meinen die das Ding hier? Weil das hier ist Arue. Und das ist Alna. Oder ist das hier dann Nina? Es ist. Da blickt doch kein Mensch durch. Sifantame. Also hier steht ja Arue, hier steht Alna, dann muss es ja eigentlich hier irgendwo sein, oder? Aber da sehe ich halt nichts. Und hier sind ja irgendwie so Ruinen und so. Und da geht es auch irgendwo nach unten. Die alte Gruft liegt im Süden von Legrakesterschir, wo die Flüsse Arue und Alna aufeinandertreffen. Ich meine, hier ist auch irgendwas. Der Musik nach irgendwas Kirchliches. Ich guck halt mal in die Gegend. Jetzt habe ich da natürlich kein Schnellreisenupsi in der Nähe. Naja, fahren wir halt mit dem Boot. Wozu haben wir es denn? Dieser mersischen Soldaten von seinen Aufgaben entbinden. Wo ist hier nochmal der Fluss? Fluss ist irgendwo. Wo zum Geier bin ich und wo ist der Fluss? Natürlich bin ich ganz am anderen Ende. Also eigentlich geradeaus hinter mir, irgendwo im Westen. Auf in den Westen! Okay, da war so viel Wald, da hätte ich jetzt nicht vermutet, dass da der Fluss irgendwo ist. Irgendwas? Hier ist so ein Häuschen gewesen? Nö? Okay. Dann nicht. Da irgendwo ist der Fluss. Sicher? Bin ich denn doof? Nee, ich bin einfach nur sau weit weg, okay. Ah, da sehe ich doch Wasser. Zwischen den Bäumen hindurch schimmern. Also wenn diese Gruft oder was auch immer nicht da ist, wo ich mir gerade markiert habe, dann gucke ich mal da, wo auch diese Ortschaft da irgendwie war. Also, hier. Ups. Kommt mal vorbei, Leute. Diesmal sogar richtig rum, ich bin ja beeindruckt. Na komm. Los geht's! Segel! Segel! Mach den Wind!